In diesem Video zeige ich dir, was du auf den Niveaustufen A1, A2, B1, B2 und C1 alles können musst. Los geht's! Hallo meine lieben Deutschlerner und Deutschlernerinnen. Ich bin Simon vom Kanal Learn German for Life, der Kanal, auf dem du lernst, natürlich, authentisch und selbstbewusst Deutsch zu sprechen mit unserer Online-Deutschschule. Und um das zu schaffen, musst du wissen, was auf den Niveaustufen A1 bis C1 wichtig ist, damit du auch die Grammatik lernen kannst. Du brauchst aber auch eine sehr gute bis perfekte Aussprache. Und um das zu schaffen, haben Matthias und ich ein Geschenk für dich. Der Kurs Die 61 Klänge für perfektes Deutsch zeigt dir, wie du in nur 10 Minuten eine perfekte Aussprache auf Deutsch bekommen kannst. Hol ihn dir, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Die erste Niveaustufe ist das A1-Niveau. A1 bedeutet, dass du Ausdrücke des Alltags verstehen und benutzen kannst. Du kannst einfache Sätze verstehen und benutzen. Das bedeutet, du kannst dich vorstellen, du kannst dich anderen Personen vorstellen und auch einfache Fragen stellen, zum Beispiel, wo Personen wohnen, wie sie heißen, was sie beruflich machen, welche Dinge sie haben und auch du kannst auf einfache Fragen antworten. Mit anderen Worten, du kannst dich auf einfache Art verständigen, wenn deine Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind, dir zu helfen. Auf dem A2-Niveau kannst du Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen. Zum Beispiel, wenn es um Informationen über eine Person, über die Familie, Einkaufen, Arbeit. Du kannst zum Beispiel mit eigenen einfachen Worten die Herkunft, deine Ausbildung, deine direkte Umgebung beschreiben. Es geht also auf dem A2 und dem A1-Niveau um die grundlegende Kommunikation in Alltagssituationen, um das Verstehen einfacher Sätze und Anweisungen und um die Verwendung einfacher Vokabeln und einfacher Grammatik. Die Themen auf dem A1 und A2-Niveau sind sich vorstellen, Länder, Berufe, das Alphabet, die Zahlen, Sprachen und Länder, Personen und Hobbys, Arbeit, Freizeit, Reisen, im Hotel zum Beispiel, Essen und Trinken im Restaurant. Und die Grammatik, die du können musst, ist der Gebrauch von Personalpronomen und Verben im Präsens, die Artikel der, die, das, Verben, die Negation, lokale Präpositionen in, auf, unter, Personalpronomen im Akkusativ, Satzverbindungen und einfache Konjunktionen, Lokalangaben und Adjektive. Auf dem A2-Niveau lernst du in der Grammatik das Perfekt und wie es benutzt wird, mehr über die Negation, den Aufbau von Haupt- und Nebensätzen, Verben mit Dativ und Akkusativ und den Konjunktiv 2. Dazu lernst du mehr über die Fälle und noch mehr Präpositionen kennen. Was lernst du auf dem B1-Niveau? Du lernst das Verstehen von längeren Texten und Gesprächen, wie du Gespräche über mehr Themen führen kannst und wie du komplexere Grammatik benutzen kannst. In der B1-Grammatik lernst du die Vergangenheitsformen, das heißt Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Verben mit Präpositionen, die Fragewörter wo, wie, wann, wohin, Modalverben, wie zum Beispiel brauchen, können, sollen, müssen, Temporalangaben, du lernst auch mehr über die N-Deklination, reflexive Verben, das Passiv, die Komparation von Adjektiven, den Genitiv, Relativsätze, Finalsätze, Konditionalsätze und du lernst noch mehr über Präpositionen. Ab dem B2-Niveau werden von dir fortgeschrittene Grammatikkenntnisse erwartet. Das heißt, du musst abstrakte Texte und Meinungen verstehen können, Konversationen auf hohem Niveau durchführen können und Deutsch auch im beruflichen Kontext benutzen können. In der B2-Grammatik lernst du mehr über Modalverben, Wechselpräpositionen, das Passiv auch in der Vergangenheit, Kausal- und Konsekutivangaben, wie zum Beispiel weil, denn, deshalb, sodass, die Wortstellung im Satz, den Konjunktiv 1, also die indirekte Rede, Ersatzformen für den Konjunktiv 1 und du lernst noch mehr Nomen-Verb-Verbindungen kennen.
Ab dem C1-Niveau werden von dir gute Sprachkenntnisse erwartet. Das bedeutet, du kannst komplexe Texte und Meinungen verstehen, Sprache in fast allen Kontexten benutzen und verstehen, sowie flexibel und sicher sprechen. Die neuen Grammatikpunkte, die du lernst, sind noch mehr Satzverbindungen über Nebensätze, Adjektive mit präpositionalem Kasus, zweiteilige Satzverbindungen, schau dir auch das Video an, das wir zu diesem Thema gemacht haben, Genitivpräpositionen. Du lernst, wie du Vermutungen ausdrücken kannst. Es geht um Partizipien und Adjektive als Nomen, als Substantive. Es geht um den Imperativ, auch mehr um Nominalisierungen. Das letzte Niveau ist das C2-Niveau auf Deutsch. Es bedeutet, dass du sehr gute Sprachkenntnisse hast. Fast schon Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau. Auf dem C2-Niveau verstehst du alle Arten von Texten und Meinungen und du bist in der Lage, in jeder Situation über jedes Thema sprechen zu können. Auf dem C2-Niveau lernst du in der Grammatik mehr über die Schriftsprache. Das heißt, du lernst zum Beispiel den Nominalstil, also wie du dich präziser ausdrücken kannst, wenn du schreibst. Es geht um Präpositionen der Schriftsprache, Verben mit Präfixen, die trennbar und nicht trennbar sein können, wie überfahren und überfahren, Adverbialsätze, es geht um Partizipien als Adjektive und du lernst, wie du selbst aus Adjektiven Wörter bilden kannst, also wie du Sprache neu kreieren kannst. Du musst aber wissen, dass diese Niveaustufen nicht fest sind. Du kannst zum Beispiel im Sprechen relativ schnell ein höheres Niveau erreichen als beim Schreiben, wenn du zum Beispiel eine gute Aussprache hast. Und das ist unsere Intention auf Learn German for Life. In unserer Online-Deutschschule lernst du die Grammatik nicht nur so, sondern du kombinierst Grammatik mit einer perfekten Aussprache. Bist du interessiert? Dann klicke auf den Link unten in der Beschreibung, um zu unseren Kursen zu kommen. Vergiss auch nicht unser Geschenk für dich, den Kurs Die 61 Klänge für perfektes Deutsch. In diesem Kurs lernst du in 10 Minuten, was für eine perfekte Aussprache wichtig ist. Abonniere unseren Kanal für mehr Tipps, um Deutsch effizient und mit perfekter Aussprache zu lernen. Gib dem Video einen Daumen hoch. Folge uns auch auf TikTok und Instagram für mehr detaillierte Tipps zum Deutschlernen. Aktiviere auch die Glocke, wenn du uns auf YouTube abonnierst, um informiert zu werden, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Vergiss nicht, wenn du nur einen Punkt aus diesem Video gelernt hast, dann ist es, dass Grammatik nur mit einer guten Aussprache Sinn macht. Grammatik ohne Aussprache ist nichts. Denn wenn du eine gute Grammatik mit schlechter Aussprache hast, ist dein Niveau für andere nicht das Niveau, das du in der Schriftsprache hast. Ich bin dein Deutschlehrer Simon.